Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Und ja, wie ihr schon seht, wir sind im letzten Mal in Laras Kindheit angekommen. Wir haben einen kleinen Flashback, nachdem wir zusammen mit Jonah am Feuer saßen und darüber geredet haben, was wir in der Vergangenheit ändern würden. Beziehungsweise Jonah hat gesagt, er würde nichts ändern. Und das sehe ich genauso, denn wenn du irgendwas in der Vergangenheit änderst, könnte es einfach eine komplett andere Zukunft bedeuten. Und das will man natürlich nicht. So, Lara hat hier sich ihr eigenes kleines Abenteuer ausgedacht. Und wir... Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Und ja, wir sind jetzt auf diesem kleinen Abenteuer unterwegs und suchen nach Sachen. Weiße Königin, eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Ach ja, die Emilia. Ich finde das cool, dass ich auch springen kann. Also, ach, ist das cool, einfach mal als kleine Lara zu spielen. So richtig kleine Lara. So, ich meine, man hat ja oft Flashbacks schon gesehen von ihr, aber dass man so wirklich so auch rumspringen kann und rumklettern und so, das ist ja mega cool. Wurfobjekte. Wurfobjekte können die Umgebung beeinflussen. Halten sie gedrückt und ziehen sie da. Okay. Was genau ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Es könnte ein Ball sein mit einem Griff dran. Aber irgendwie sieht es schwerer aus. Es sieht irgendwie aus wie das Metall, aber es kann nicht aus Metall sein, weil dafür hat sie das ziemlich krass gerade geworfen. Ja. Nun. Hier ist noch so ein Ding. Das ist schon ein cooler Spielplatz hier, ne? Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Okay. Hier liegen immer diese Dinger rum. Was soll man damit machen? Ist doch mal schön, das Croft-Anwesen wieder zu sehen, wo es nicht irgendwie komplett eingestaubt und zerstört ist. Das ist ja eine ziemliche Seltenheit geworden. Wir müssen da hinten hin, okay. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Süß. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Das ist voll süß. Alter, das ist cool. Ich liebe es. Ich möchte bitte einfach nichts anderes mehr machen. Das ist halt absolut cool. Ach ja. Schön. Liegt da noch rum. Ach, guck mal. Brief an Winston. Ein Brief von Dad an Winston. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten Sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, Ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Oh, damn. Das ist ziemlich ernst genommen. Dass er gleich einfach mit der Kündigung droht. The fuck?
tödliche Präzision. Meistens. Aber so, ich find's auch ein bisschen, ja, nicht gut, dass man sie komplett von Erinnerungen an ihre Mutter einfach isolieren, also dass er sie direkt da isolieren will von den Erinnerungen an ihre Mutter. Das finde ich aber auch nicht gut, ehrlich gesagt. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Aha. Natürlich kannst du das. Warte, da oben das Ding hat geleuchtet. Kann ich vielleicht irgendwie dagegen werfen? Mit sowas hier. Vielleicht muss ich alle Ziele treffen, kriegt dann irgendwas. Das wäre cool. Tja. Als ob. Das geht halt echt. Geil. Jedes Ziel mit einem Ball treffen. Das kriege ich wohl hin. Das zählt anscheinend nicht. Nein, komm zurück. Okay, dann hole ich mir einen anderen Ball. Ernsthaft? Och Mann, ey. Ich fühle mich verarscht. Ich muss auch zählen. Oder so? Nein? Okay, dann so. Na, siehst du, zählt nicht wirklich. Noch ein Ziel brauche ich. Wo ist das denn? Gott, nicht runterfallen. Das verbotene Grab ruft. Einsatzziel war er, ja. Kann ich rutschen? Ja. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Und der Ball rollt hinterher. Das ist voll süß. Ich liebe es. Das ist großartig. Es tut mir leid. Ich wollte es einfach nur ausprobieren. Ich lasse das mal erstmal liegen und gucken, ob ich irgendwo noch ein Ziel finde. Bevor ich jetzt hier ganz mit dem Ball rumrenne. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Okay, ist nichts Besonderes zu sagen. Okay. Schade. Wäre schön gewesen. Weil ich überall rein kann. Ist echt voll schön. Es ist einfach voll der schöne Garten. O tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Okay. Da liegt noch was. Ja. Darf ich das auch lesen oder nicht so? Anscheinend nicht. Moment. Weiß der Königin Brief an Winston. Von Winston an der hier. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Sehe ich auch so. Ich bin auf Winstons Seite. Ich verstehe Ihren Vater, aber... Sie komplett von Emilia zu isolieren, ist echt nicht so geil. Also von den Erinnerungen so gar nicht mit ihr zu reden. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen.
Wo zum Teufel ist das letzte Ziel? Da, oder? Hab ich das nicht gar gesehen? Nee, das ist doch nicht. Och man, schade. Was ist denn? Muss doch immer noch das letzte Ziel sein. Ich kann jetzt nicht aufgeben, wenn mir jetzt noch so ein Ziel fehlt. Das geht doch nicht. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Oh ja, worauf zu gehen macht bestimmt viel Sinn. Na, bist du... Was war das denn für ein Flug? Hier muss es doch noch irgendwo so ein Ziel geben. Ich kann nicht einfach weitergehen, wenn ich hier nicht das letzte Ziel gefunden habe. Vielleicht auf der anderen Seite? Da ist es. Ah. Sehr schön. Ich würde ganz gerne eigentlich mal eben... Moment. Gameplay? Ist okay, ist auch okay. Ich würde ganz gerne ausschalten, dass das Zeug die ganze Zeit angezeigt wird. Von wegen hier, und so, ne? Von wegen, mit Q kannst du Instinkte anschalten und so, das weiß ich inzwischen und das blockiert einfach die ganze Zeit die Dingens, die Einblendungen, von wegen, dass man was eingesammelt hat. Ja, ich weiß, guck mal, ich kann Q drücken, das muss man nicht die ganze Zeit zeigen. Aber anscheinend geht es nicht aus. Das ist ziemlich nervig, aber okay, muss ich mit leben. So, ich glaube, ich habe jetzt aber hier soweit alles mitgenommen. Dann kann ich ja von vorne auf jeden Fall noch ein bisschen gucken, bevor ich jetzt da hochklettere. Hm? Ja? Wenn es sein muss? Okay, er sagt einfach nur ja und wenn es sein muss. Das ist okay. Soll er machen. Keine Ahnung, wer es jetzt genau ist. Ob es Winston ist oder ob es ihr Vater ist, aber ich denke mal letzteres. Okay, ist aber noch nichts mehr. Dann gehe ich mal nach dort oben. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Und das mache ich wie? Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Sie klettert gerade einfach an dem fucking Haus lang. Bist du eigentlich irre, Lara? Das bricht doch irgendwann ein. Ist sie auch schon kommen? Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Kannst du bitte reingehen? Irgendwo? Please? Du bringst dich selber um, Mädchen, ne? Oh mein Gott. Gott, bist du verrückt? Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Oh mein Gott. Nein. Lara, das überlebst du nicht. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Wo? Da hinten. Ja, okay. Alter, ist sie verrückt. Oh mein Gott. Scheiße. Ist sie komplett irre? Ich meine, gut, ich... Lara stellt
sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Alles ist gut. Ich meine, kann nichts passiert worden sein, weil es geht dir in der Gegenwart ja gut, aber... Ne? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Fast geschafft. Wie kann sie da so lang klettern? Ist sie verrückt, Alter. Oh mein Gott. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Kann dieser Einsatzzielwegweiser bitte weggehen? Das wäre super. Der geht mir gerade echt auf den Keks. Ich muss echt mal kurz gucken, ob das irgendwie ausgeht. Das kann ja nicht sein. Audio und Sprache wird wahrscheinlich nicht drin sein, aber ich guck mal trotzdem nach. Nope. Gameplay. Nee. Da habe ich nachgeguckt. Maus und Tastatur ist auch nichts. Die Tipps werden dann weiter einfach angezeigt. Das ist halt echt ein bisschen nervig gerade. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Und wir sind auf dem Dach. Ja. Das ist ja gar nicht hoch. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ach du heilige Scheiße. Ich würde so sterben. Ich würde so sterben. Oh Gott. Pass auf. Nicht runterfallen. Unter sich ein Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Oh mein Gott, ist nicht. Oh mein Gott. Sie bricht doch da ein. Geh nicht aufs Glas. Nicht abrutschen. Warum mache ich immer Dummheiten? Weiß ich nicht. Scheiße! Oh mein Gott, Lara. Lara, Lara. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was zum Teufel? Alter, wie knapp sie einfach gerade im Totenronnen ist. Heilige Scheiße. Gottes Willen. Ich meine, Abenteuer suchen und so, ja, aber das ist ja wohl, ne, und so. Alter, der ist einfach gerade auf das fucking Dach des Hauses geklettert. Dieses Herrenhauses geklettert. Und wäre der gerade so gut wie vom Dach gefallen, beziehungsweise sie ist runtergerutscht, aber sie hat sich ja noch retten können. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ich muss das Rätsel machen, oder? Oh nein. Ich kann das nicht, ich bin zu doof. Wie funktioniert das? Artefakte ansehen. Oh nein.
Diese rätselhafte Illustration, die aus einem leeren, verfluchten Mausoleum geborgen wurde, könnte genau das sein, was unsere mutige Abenteurerin braucht, um endlich den verlorenen Schatz der Weißen Königin zu finden. Sie konnte die alten Texte entziffern und hat verschiedene Hinweise gefunden. Koordinaten, eine gigantische Fledermaus und mehrere Spielfiguren in einer Reihe. Die furchtlose Lara wird herausfinden müssen, was sie bedeuten. Ach du Scheiße. Gut, aber ich würde sagen, diesem Rätsel stellen wir uns erst im nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider. Das wird auf jeden Fall ein riesiger Spaß. Und ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, ciao.